Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Als Bitzelstädtnerin kann ich es auch nicht lassen. Liebe Bitzelstädtnerinnen, schönen guten Morgen. Integrierter Pflanzenschutz, Idee, Konzept, Umsetzung ist mein Titel. Und ich denke, wenn es hier heute darum geht, chemischer Pflanzenschutz am Scheideweg, ist es durchaus einmal ganz interessant zu schauen, wo stehen wir eigentlich. Also eine kleine Standortbestimmung möchte ich heute machen. Es passt ganz gut, wir haben die 59. Pflanzenschutztage. Und die Idee integrierter Pflanzenschutz stammt aus dem Jahr 1959. Damals wurde nämlich zeitgleich einerseits in USA und auf der anderen Seite auch in Europa festgestellt, es kann so eigentlich nicht weitergehen. Und ich möchte hier zitieren, was auch immer die Gründe für unsere zunehmenden Schädlingsprobleme sein mögen, es wird immer deutlicher, dass ein integrierter Ansatz, der sowohl biologische als auch chemische Kontrolle nutzt, bei vielen unserer Schädlingsprobleme entwickelt werden muss, wenn wir die Fehler der Vergangenheit korrigieren und ähnliche Probleme in der Zukunft vermeiden wollen. Der Satz stammt, wie gesagt, aus dem Jahr 1959. Die Idee integrierter Pflanzenschutz wurde vor allem aus dem Obstbau heraus entwickelt. Dort wurden schon 1959 und vorher wesentlich mehr beispielsweise chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die Idee ist aber eigentlich noch älter, nämlich 1948 hat ein internationaler Entomologenkongress stattgefunden und dort hat man beschlossen, man organisiert eine weltweite Organisation, eine internationale Organisation zur biologischen Kontrolle. Das war letztlich das Ergebnis. Es hat dann auch im Jahr 1959 bereits die erste Arbeitsgruppe für den integrierten Pflanzenschutz oder ist gegründet worden. 1969 gab es dann auch erste Richtlinien für den integrierten Apfelanbau beispielsweise und 4 Jahre später waren dann über 4000 Hektar in Westeuropa unter integrierter Produktion. Ich denke, das war damals durchaus eine große Erfolgsgeschichte. Heute ist integrierter Pflanzenschutz mehr oder weniger definiert. Es ist entsprechend in der EU-Gesetzgebung festgesetzt, in den Verordnungen und Richtlinien. Ich möchte es gar nicht vorlesen, man kann das entsprechend nachlesen. Wobei man ganz offen dazu sagen muss, ist integrierter Pflanzenschutz wirklich so klar definiert? Es gibt nämlich, wenn man sich das so anschaut, es gibt beispielsweise eine amerikanische Homepage, die hier über 67 verschiedene Definitionen für integrierten Pflanzenschutz aufweist. Und ich denke, das ist schon enorm. Es zeigt einfach, integrierter Pflanzenschutz ist jetzt keine definierte SI-Einheit, wo sich dann internationale Gremien zusammensetzen und das klar definieren. Es gibt durchaus Spielraum. Pflanzenschutz, die Werkzeuge, denke ich, das sollte uns allen völlig klar sein. Wir kennen das alle, dieses typische IP-Dreieck. Wir haben einen breiten Sockel, der hier dazugehört, pflanzenbauliche Maßnahmen, Sortenwahl, Nützlingsförderung beispielsweise, Einfuhrregelung, Quarantänemaßnahmen, Saatgutqualität, ganz vorrangig. Eine breite Mitte, die hier Warndienst, Prognose, Schadschwellen, physikalische, biologische, biotechnische Maßnahmen vorsehen und schließlich als Spitze chemischer Pflanzenschutz so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Das ist die Idee dahinter. Aber funktioniert es auch so? Ich möchte einfach ein paar Beispiele zeigen. Beispiel 1, Feuerbrand. Ein klassischer Quarantäneschaderreger und ich finde, das ist eines der ganz perfekten Beispiele, was Quarantänemaßnahmen eigentlich machen können. Es ist wirklich ein Paradebeispiel. Es ist eine wirklich tolle Geschichte und eine sehr wichtige Geschichte. Der Feuerbrand wurde bereits 1780 das erste Mal in den USA festgestellt. Damals wusste man noch nicht einmal, was Bakterien sind. Die hatte man mehr oder weniger erst 100 Jahre später wirklich bestimmen oder definieren können. In Europa ist der Feuerbrand das erste Mal 1957 aufgetreten, also viel später. In Deutschland aufgrund von Quarantänemaßnahmen, rechtlichen Maßnahmen beispielsweise erst 1971 und in Österreich letztendlich 1993. Das ist vor allem auch zurückzuführen auf wirklich erfolgreiche Quarantänemaßnahmen. Aber es zeigt auch, das hat seine Grenzen. Wo stehen wir heute? Heute, nach ungefähr 25 Jahren Feuerbrand in Österreich, gibt es 35 verschiedene oder als robust gegen Feuerbrand empfohlene Apfelsorten, 17 Birnensorten und ich denke, das ist durchaus eine gute Geschichte. Aber wie schaut die Realität aus? Verwenden Landwirte, Obstbauern im Hobby- und Erwerbsanbau mittlerweile wirklich alle diese resistenten Sorten oder zunehmend oder doch eher nicht? Will man sich wirklich auf weitere 25 Jahre Notfallszulassungen verlassen?
Beispiel 2, Sortenresistenzen. Die Züchtung hat enorme Fortschritte erzielt, natürlich in Qualität und in Quantität. Und wenn wir jetzt an Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit denken, zeigt sich sehr deutlich, dass hier die Resistenzen deutlich zugenommen haben. Also was hier heruntergeht, ist der Krankheitsanfälligkeitsindex. Und speziell im Beispiel echter Mehl da im Ackerbau hat sich sehr viel getan. Die Sorten sind wesentlich robuster geworden. Beim Rost gibt es natürlich entsprechend Verbesserungsmöglichkeiten. Der Einbruch mit dem Gelbrost hat es gezeigt. Septoria könnte auch etwas besser dastehen. Aber prinzipiell sind die Sorten wesentlich besser geworden. Aber reicht es, wenn wir uns auf die Sorten verlassen? Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Saatgutqualität? Auch die ist entsprechend untersucht oder gut untersucht und es kommt hochwertiges Saatgut in den Handel. Aber es zeigt sich, dass sehr viele Landwirte und Landwirtinnen auf ihr Nachbausaatgut setzen, das nicht kontrolliert ist, das nicht zertifiziert ist und auch nicht unbedingt zur Pflanzengesundheit beiträgt. Nächstes Beispiel, Warndienstprognose Schadschwellen. Wir sind mittlerweile so weit, dass es in Österreich eines der besten Warndienst- und Prognoseangebote in ganz Europa gibt. Und ich denke, das ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Für verschiedenste Kulturen kann man hier entsprechend nachlesen. Man findet sehr viele Informationen. Es trägt sehr wertvoll dazu bei, dass hier auch chemischer Pflanzenschutz entsprechend reduziert wird. Aber trotzdem, ich möchte darauf hinweisen, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und man sich nicht nur ausschließlich auf diese Modelle, so wie sie jetzt sind, verlassen darf. Es muss weitergehen in der Entwicklung. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Prognosemodell, das noch Helmut Redl gemeinsam mit Winzern im Burgenland etabliert hat. Und was Sie hier sehen, sind die Ergebnisse für die Infektion der Peronospora im Weinbau. Mit seinem Modell waren insgesamt 3 Infektionswahrscheinlichkeiten gegeben. Wenn man das vergleicht mit anderen Systemen, sind wir im Bereich von 7 bis 14. Allein durch die Messungen direkt im Bestand hat man eine wesentlich bessere Aussage erzielt und durchs gezielte Hinschauen. Also es ist durchaus Luft nach oben. Beispiel Schadschwellen. Ich habe mich einfach so ganz naiv, so wie es Leute heute machen, einfach mal gefragt, wie schaut es denn aus mit den Schadschwellen? Was findet jemand, der Schadschwellen sucht, heute im Internet als ganz naiver Konsument oder Konsumentin? Da sind ein paar so Beispiele hier für den Raps herausgezogen. Raps-Erdfloh und Raps-Glanzkäfer. Wikipedia weiß was dazu, auch die verschiedensten Zeitungen wissen was dazu, auch die chemische Industrie weiß was dazu. In Deutschland gibt es auch nochmal andere Werte. Aber was man sieht, die Werte zeigen durchaus Interpretationsspielraum. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass hier immer nur die chemische Industrie die höchsten Schadschwellen hat. Also ich glaube, das müsste man sich durchaus noch einmal überlegen. Ist das wirklich das Bild, das nach außen hin bei Konsumentinnen und Konsumenten entsprechend ankommt? Ein weiteres Beispiel, und ich persönlich finde, dass Mais eigentlich eine Paradekultur für den integrierten Pflanzenschutz ist. Unkrautprobleme müssen jedenfalls bekämpft werden. In Österreich haben wir die glückliche Situation, dass Pilzkrankheiten eigentlich, abgesehen von Fusarium, keine extrem große Rolle spielen. Fusarium ist allerdings chemisch schwer greifbar. Wir haben aber die tolle Chance, wir haben hier eines der wenigen wirklich funktionierenden Beispiele, wie biologischer Pflanzenschutz im Freiland funktionieren kann. Sonst ist es ja eigentlich die Angelegenheit für Unterglasbereich. Und hier, denke ich, sollte man das nützen. Also speziell, wenn es hier um die Schädlingsbekämpfung im Falle von Maiszünstler geht. Man kann beispielsweise mittlerweile über modernste Methoden mit den Drohnen wirklich auch großflächig entsprechend Nützlinge ausbringen. Ich finde, es ist eine tolle Chance, die man gut verkaufen kann, die man auch wirklich den Konsumenten und Konsumentinnen klar machen kann, was man hier eigentlich erzielt oder machen möchte damit. Auch mechanischer, physikalischer Pflanzenschutz. Ich glaube, auch das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir einfach praktizieren müssen, um auch glaubwürdig nach außen integrierten Pflanzenschutz vertreten zu können. Der integrierte Pflanzenschutz hat sich wirklich weiterentwickelt. Wir haben den Sachkundenachweis, wir haben Geräteüberprüfung, wir haben regelmäßige Weiterbildungen, es gibt Gewässerschutzauflagen. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, die sich hier entwickelt hat. Und trotzdem gibt es solche Bilder. Man muss sich schon fragen, muss das so sein? Und schließlich, und das ist wahrscheinlich das, was vielen Leuten wirklich irgendwie etwas unverständlich vorkommt, das ist die Wirkstoffstatistik der in Verkehr gebrachten Mittel. Vom Jahr 1997 bis ins Jahr 2016. Ich glaube, es ist verständlich, wenn die Gesellschaft draußen fragt, warum ist das eigentlich so, dass integrierter Pflanzenschutz
in den letzten 25 oder 30 Jahren eigentlich nicht dazu beigetragen hat, die Wirkstoffmengen wirklich zu reduzieren. Die Trendlinie zeigt nämlich leicht nach oben. Wenn man die Inertgase weg hätte, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, dann wäre es mehr oder weniger waagrecht, aber tendenziell, definitiv geht es nicht nach unten. Und man muss Konsumenten und Konsumentinnen verstehen, wenn sie das einfach kritisch hinterfragen. Ich habe mich dann auch so ganz naiv auf die Suche gemacht, integrierter Pflanzenschutz, gibt es denn eigentlich so Paradebeispiele, Erfolgsbeispiele im Internet? So wie ich es einfach machen würde, wenn ich auch nach irgendwas anderem suche, keine Ahnung, Winterreifen, Lebkuchenrezept oder irgendwas in diese Richtung. Integrierter Pflanzenschutz, wenn man sucht, findet man sehr viele ganz allgemeine Definitionen, relativ wenig wirklich vernünftige Erfolgsbeispiele. Wenn, dann muss man wirklich entsprechend Sachkenntnis mitnehmen. Und ich finde es eigentlich problematisch, wenn Information zum integrierten Pflanzenschutz dann so ausschaut. Da geht es um Leitlinien im integrierten Anbau und unter Pflanzenschutz finde ich dann in erster Linie Pflanzenschutzmittel, Antiresistenzstrategien, aber nichts zu den anderen Maßnahmen. Das versteckt sich dann hier unter anderen Punkten. Ich glaube, man muss es anders kommunizieren. Alles, was letztlich auf diesen Seiten steht, ist richtig, aber man muss es anders kommunizieren. Pflanzenschutz ist heute, im Grunde genommen, es ist die einfache Geschichte. Welche Schadorganismen sind jetzt relevant? Welche sind weniger relevant? Welche sind besonders relevant? Nicht jeder Schadorganismus muss letztendlich auch bekämpft werden. Manche sind einfach völlig irrelevant, weil sie keine Verluste mit sich bringen. Andere sind gelegentlich relevant, andere sind meist relevant, andere sind hochrelevant. Es ist wichtig, hier entsprechend unterscheiden zu können. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind unterschiedlich. Die Züchtung kann manchmal wertvoll dazu beitragen, wird es aber nicht in allen Fällen können. Aber es ist schwierig. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise hier Richtlinien vorgegeben sind, nur ein Beispiel Obstbau, das ist so eine kleine Collage der wichtigsten Schädlinge und Nützlinge, die es so im Obstbau gibt. Ein praktizierender Obstbauer, eine praktizierende Obstbauerin müsste alle diese Schädlinge so aus dem FF normalerweise kennen und mit Sicherheit zuordnen können, wer ist wirklich der Böse, wer ist in welchem Ausmaß der Böse. Ich finde, es ist nicht wirklich einfach und ich verstehe hier wirklich auch Probleme, die teilweise in der Landwirtschaft dadurch auftauchen. Was braucht integrierter Pflanzenschutz für die Zukunft? Wir brauchen mit Sicherheit zumutbare Maßnahmen für die Praxis, aber wir brauchen aus meiner Sicht auch durchaus bestimmte konkretere Mindestanforderungen zu vorbeugenden und nicht chemischen Maßnahmen. Es geht nicht nur, dass wir, wenn wir über Pflanzenschutz reden, eigentlich immer nur den Pflanzenschutzmitteleinsatz darunter verstehen. Wir brauchen eine seriöse wirtschaftliche Bewertung und Schadschwellen, die auch wirklich funktionieren. Wir brauchen mit Sicherheit mehr Aktivitäten in der Forschung. Wir brauchen in der Forschung aber auch Möglichkeiten und mehr Zeit, um hier diverse neue Ansätze wirklich auch ausprobieren zu können. Forschungsprojekte für ein, zwei Jahre, so Husch-Husch-Aktionen, bringen keine dauerhafte Lösung. Ich denke, wir brauchen mehr Information und Beratung. Ich denke, es gibt sehr viele Leute, die hier in der Beratung tätig sind, die sich mit Sicherheit nicht darüber beschweren, dass sie zu wenig zu tun haben. Es ist im Gegenteil der Fall. Ich denke, es wäre viel mehr notwendig und dafür bräuchte es auch mit Sicherheit mehr Geld. Und wir brauchen jedenfalls eine deutlich bessere Kommunikation. Auf der Cordis-Homepage sieht man durchaus auch noch entsprechende Problempunkte für die Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes. Ich denke, wir sind nicht stehen geblieben und wir dürfen nicht stehen bleiben. Es braucht aber dafür eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation, auch in der Forschung, zwischen den einzelnen Ländern, auch in den Ländern selber. Wir brauchen einen besseren Transfer des Forschungswissens in die Praxis. Es gibt mittlerweile so viel neues, akquiriertes Wissen, das ist sehr schwierig, das in die Praxis zu übertragen. Eine bessere Forschungsfinanzierung, das Budget geht eher zurück, die Projektmittel sind eher kurz und projektbezogen. Es gibt, mag irritierend klingen, aber es ist so, es gibt eine Verknappung von Expertinnenwissen. Es gibt sehr viele eher monodisziplinäre Ansätze, weniger wirklich interdisziplinäre Forschung, was notwendig wäre. Es reicht nicht immer nur einen Schädling entsprechend ins Visier zu nehmen, wir müssen es komplexer angehen. Es gibt zu wenig Systemexperimente und zu wenig Umsetzung von der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung. Ich bin immer noch der Meinung, integrierter Pflanzenschutz ist die beste Variante, die wir haben. Ich denke, nach ungefähr 60 Jahren haben wir sehr viel erreicht. Immer funktioniert die Pyramide nicht, aber es ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren. Und wir müssen alle Faktoren nützen und auch alle Faktoren nach außen kommunizieren. Dankeschön.